Herzlichen Glückwunsch. Das Lebenswerk, das muss ein besonderer Moment für Sie sein, richtig? Ja, es ist natürlich ein besonderer Moment. Allerdings muss man bedenken, dass man so alt werden muss, was ja dann schon wieder die Schwelle zum Ende ist. Insofern ist es, ist keine Zweiteilung, aber es ist halt so, das meiste, wie ich gesagt habe, das meiste ist geschwätzt. Mehr gibt es halt nicht mehr jetzt. Wenn Sie die Leidenschaft Jazz versuchen zu beschreiben, was macht Jazz für Sie aus? Die Freiheit zu improvisieren, das heißt auch mal Risiken einzugehen und vor allen Dingen, was ich sehr schätze, dass nicht Abend für Abend gleich klingt. Man hat ein einstudiertes Programm, aber man kann am nächsten Abend sagen, heute spiele ich ein bisschen anders als gestern. Und das ist ganz wichtig für mich, dass man auch ein Risiko eingehen kann und dass auch mal die Kollegen auf der Bühne ein bisschen fordert, ein paar andere Harmonien spielt, ein paar andere Rhythmen spielt. Und das gibt es eben bei einstudierten Sachen nicht. Das gibt es in der Klassik nicht, das gibt es im Rock nicht. Das kann es nur im Jazz geben. Abschließend noch ein Wort, wie hat Ihnen der Abend gefallen? Oder wie gefällt er Ihnen? Er läuft ja noch. Ja. Naja gut, ich war natürlich gespannt und war auch ein bisschen nervös oder nicht aufgeregt, aber nervös. Jetzt komme ich bald dran und was sage ich dann, nachdem alle Leute da Hinz und Kunst gelobt haben, kann ich jetzt auch Hinz und Kunst loben. Und also ich habe gedacht, nee, sowas mache ich nicht. Ich hatte natürlich auch meine Rede in Gedanken vorbereitet, aber ich habe da gedacht, nee, so geht's nicht. Ich muss es anders machen. Und das ist vielleicht auch mein Vorteil, dass ich halt, genau wie ich Bass anders gespielt habe als die meisten Kollegen, insofern habe ich halt ein bisschen anders gesprochen. Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz tollen Abend. Lassen Sie sich feiern und genießen Sie den Abend. Ich werde es versuchen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke auch. Dankeschön. Tschüss.